Hallo, Hallöchen, hier ich bin wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der PlayStation 4 und wir sind auf der Karte Mühlenkreis Mittelland und ja, es ist immer noch dunkel. Wir haben ja letztes Mal da noch ein Feld gedroschen. Das wird heute auch nicht anders werden. Und zwar habe ich noch einen Auftrag angenommen. Der Drescher war ja noch nie auf dem Hof, aber wir haben jetzt noch einen Auftrag angenommen, werden noch Feld 16 dreschen, danach kommt der Drescher auf dem Hof und ja, dann werden wir mal schlafen gehen. Genau, es ist ja schon 19.36 Uhr und ja, wenn wir da fertig sind mit Dreschen, wird es wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich da lang fahre. Habe ich keine Brücke. Ah, ich fahre so rum und fertig. Genau, wir werden wahrscheinlich mit dem Dreschen zu tun haben. Wir werden wahrscheinlich einfach damit zu tun haben, die Geräte dorthin zu bringen. Ich habe den Massey Ferguson rausgeholt. Der muss hier auch das Schneidwerk transportieren. Wir haben, glaube ich, Sonnenblumen zum Dreschen. Und dann brauchen wir hier das. Die Schneidwerke waren auch noch nie auf dem Hof. Seitdem ich den Drescher gekauft habe, ist der eigentlich ständig im Einsatz. Und das ist natürlich gut so. Hat einer. So, genau, der Massey Ferguson wird nachher das andere Schneidwerk schon zum Hof bringen. Dann wäre das schon da, da wird es auch gewaschen und repariert. Und ich dachte hier jetzt noch so eine Folge in der untergehenden Sonne wäre wahrscheinlich noch ganz cool. Also es hat ja doch schon irgendwas Spezielles, finde ich, da im Dunkeln zu arbeiten mit dem ganzen Lichtern und so. Lichter sind ja immer faszinierend. Natürlich möchte man nicht ständig nur im Dunkeln arbeiten. Wir haben das auf der Multiplayer-Karte auch schon gehabt. Und jedes Mal, wenn da einer drauf gekommen ist, war das dann wahrscheinlich dunkel. Und dann macht sich das Ganze auch ein bisschen mühsam, wenn man da nur im Dunkeln spielen muss. Aber so ab und zu finde ich es eigentlich noch ganz cool. Vor allen Dingen sind auch die Häuser und Wege schön beleuchtet. Und ja, das macht das Atmosphäre ganz interessant. So, ich glaube, hier ist Feld 16. So, da steht schon der Trecker bereit zum Abfahren. Der ist schon da. Und ja, ist jetzt hier noch schwierig, irgendwo einen Platz zu finden. Oh, da muss ich durch die Sträucher donnern. Genau, das können wir auf jeden Fall da dran machen. Mann. So, wir werden jetzt den Drescher hier runterfahren. Das letzte Mal sind wir da diesen schmalen Weg lang gefahren. Und Wolle Karl hat gemeint, nö, fahr mal nicht da lang, fahr mal hier gerade durch. Also hier, das geht besser. Der Weg ist eigentlich nur für Forst hier. Deswegen ist der auch so schmal. Also ich versuche da durchzukommen und hoffe, das klappt auch. So, machen wir mal hier Onboard-Kamera an.
Okay, das scheint ja gut funktioniert zu haben. Schneidwerk ist noch drauf, tipptopp. Wir müssen jetzt mal gucken, welchen Weg wollen wir nehmen. Wir können jetzt hier rechts abbiegen. Ich glaube, das wäre sowieso am einfachsten. Okay, da hat das auch schon mal funktioniert. Wir haben sogar Kabinenbeleuchtung hier. Jetzt müssen wir nur noch zum Feld und dann können wir da anfangen, die Sonnenblumen runter zu dreschen. Quasi die. Warte, kommen wir da durch? Ja. Die letzte Arbeit für heute. So, das sieht doch recht cool aus hier, wenn da in den Häusern Licht brennt. Nicht an jedem Fenster, nur an einigen. Bei Lately brennt auch noch Licht. Straßenlampen sind auch angegangen. Wo noch alles dran, alles drauf, tipptopp. So, wir fahren mal hier ein bisschen rüber. Den Blinker noch an. So, der ist natürlich recht zügig hier. 42, oh, da sind wir schon. Oh, warte, jetzt kommt noch was Großes, das rammt mich dann aber richtig. Oh, warte. Komm, fahr langsam, hey, hier steht ein Drescher. Boah. Ich weiß gar nicht, für was man hier Warnblinker Lichter macht. Ist ja mehr Verkehr wie sonst. So, jetzt anhalten hier. Oh! Zug! Meine Güte, auch noch! Mais haben wir zum Ernten, nicht Sonnenblumen. Ich dachte, es wären Sonnenblumen gewesen. Ja, halt ist halt so, ist halt Erntezeit, müsst ihr mal ein bisschen warten. Muss da halt erstmal aufs Feld drauf. Unglaublich, die Leute.
So, auf der Karte sieht der Mais immer grün aus. Mir wurde noch gesagt, wenn ich häckseln soll, muss ich eigentlich früher anfangen mit häckseln. Weil der wird natürlich nicht trocken gehäckselt, sondern dann, wenn er noch grün ist. So, irgendwie habe ich noch irgendeinen Blinker an. So, ich wache hier das Vorgewände, dann kann ich nachher auch die Geräte hier aufs Feld stellen. Und dann haben wir auch Platz, sonst haben wir ja keinen Platz hier auf der Karte. Mühlenkreis Mittelland ist sehr, sehr eng. Wie groß ist denn das Feld, bitteschön? Dachte ich mache jetzt da... Ah, hier wäre eigentlich auch noch gut gewesen. Ah, scheiße, ein Zaun angehäckselt. Angedroschen. Habe ich gar nicht gesehen da. Was macht denn der da? Ah, okay, hier ist es zu Ende. 17%, ja, da sollten wir wenigstens einmal ringsherum kommen. So, heute habe ich die PlayStation im Wohnzimmer angeschlossen und nicht im Gaming Room. Sonst hätte ich nicht aufnehmen können. Ich muss ein bisschen liegen. Mein Nacken macht mir immer noch ein bisschen zu schaffen. Und ja, jetzt habe ich halt einen 65 Zoll Fernseher und kann da drauf aufnehmen. Auch nicht schlecht. Soll ich eigentlich öfter machen. Vor allen Dingen sieht es jetzt richtig riesig aus, das Bild. So, also der letzte Auftrag, bevor der Dröscher mal auf den Hof kommt. Tanken, waschen, reparieren und am nächsten Tag kommen neue Aufträge. Und vielleicht können wir dann doch schon da noch eine Reihe stehen lassen zum Schluss. Vielleicht kann ich dann doch meine Felder schon ernten, wollte ich sagen. So, ich fahre noch mal zurück. Das sieht doch schon genial aus mit den ganzen Lichtern da dran. Naja, die paar kann ich stehen lassen. So würde ich mal sagen, Rohr raus, wir holen den Abfahrtraktor hier, bunkern gleich mal ab.
Jetzt kommt gerade keiner vorhin, sind alle gekommen, glaube ich, hier. So, Mais ist ja immer sehr ertragreich. Wir haben jetzt halb voll erst, aber ich will natürlich die Geräte hier auf dem Feld haben und nicht mehr auf am Straßenrand. Okay, wir lassen den mal fahren. Jetzt nehmen wir den Massey Ferguson noch hier. So, ich glaube, wir stellen den Schneidwerkswagen hier in die Ecke. Da sollte er eigentlich vorbeikommen. Und wir nehmen den anderen mit, der auf der anderen Seite steht. Fahren mit dem Massey Ferguson schon zurück. Übrigens ein sehr cooler Traktor. Leistungsstark. Noch recht günstig und man kann eigentlich alles mitmachen hier. Der kann sogar Pflegebereifung drauf machen. So, der Drescher wird blockiert. Okay, ich gehe gleich mal schauen, aber jetzt muss ich erstmal den Trecker hier zum Hof bringen. So, meine super Solaranlage braucht nachts so viel Licht, damit ich noch Strom einkaufen muss. Ich weiß nicht, warum da so viele Lampen stehen, ey. Gut, wir wollten noch nach dem Drescher schauen. Der wollte da natürlich umdrehen. Ich werde mal hier noch einen Streifen wegnehmen. So, fahren wir noch einmal drum rum. Dann sollten wir eigentlich genug Platz haben. So riesig ist das Feld nicht. So viel Geld bekomme ich eigentlich auch nicht dafür. Aber ich dachte, das liegt auf dem Heimweg. Können wir das noch mitdreschen? Und
Ja, wie gesagt, so abends im Dunkeln sieht das natürlich alles noch ganz anders aus, speziell. So, der Rest macht der Helfer. Wir steigen hier im Trecker ein. 35%. Also meistens haben jetzt die Anhänger, die beiden, was ich hier habe, ausgereicht. So, wo muss ich das ganze Zeugs eigentlich hinbringen, falls ich mal irgendwann fertig werde? Warte mal, wo ist denn der Auftrag? Der ist hier und zwar muss das zu MGI. Ich glaube, das ist eh bei mir oben, oder? MGE, genau, da. Okay, na, das liegt auch auf dem Rückweg quasi. So, ich würde sagen, wir lassen hier den Helfer noch ein bisschen dreschen und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Da wird der Drescher auf dem Hof sein und wir werden vielleicht unsere Felder dreschen. Okay, dann bedanke ich mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.